Hallo, willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Heute machen wir eine richtige Schweinerei. Und zwar eben mit einer Mettwurst gefüllten Schweinefilet. Total geil. Und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Jo, für die ganze Aktion brauchen wir nicht viel. Wir brauchen eine Gabel, einen Silikonpinsel, 300 Gramm so Schinkenspeck. Man kann auch Bauchspeck nehmen, je nachdem, wo du Lust hast. Ich finde den Schinkenspeck manchmal ein bisschen besser, weil ein bisschen fleischiger ist. Dann hier eine dünne Mettwurst, so ein Knacker, die ist im Idealfall ungefähr so lang wie das Schweinefilet. Das haben wir nämlich hier, eins ohne Spitze, also bloß diese klassische Mittelteil. Kopf kann ruhig dran sein, ist nicht schlimm, aber so diesen Mittelteil ist den wir brauchen. Dann habe ich hier 100, 110 Gramm so Reibekäse. Einen großen Schluck Barbecue-Soße, da habe ich dieselbe Soße, wo dasselbe Logo drauf ist wie beim T-Shirt. Sie ist nämlich von mir, die könnt ihr notfalls kaufen oder ihr könnt euch selber eine machen. Zu kaufen kriegt ihr die genau wie den Oldschool-Griller-Rab bei www.raps.kaufen oder natürlich sehr gerne beim Grillhändler eures Vertrauens vor Ort. Ansonsten könnt ihr euch auch das Zeug nachmischen. Rezept findet ihr bei mir auf der Homepage, ihr kriegt das alle hin. Und natürlich, was immer was man braucht beim Grillen, ein scharfes Messer und ein Brett. Und jetzt muss das Runde ins Eck hier, beziehungsweise die Wurst muss jetzt hier in dieses Filet. Manche nehmen den Wetzstahl, um das durchzustechen. Ich persönlich finde, Wetzstahl ist ein Wetz und nicht zum Schneiden. Deshalb nehme ich da ein Messer zu und lege mir das Filet hier vor und nehme so ein, guck mal, ein relativ kleines, dünnes Messer und gucke, dass ich da einen Stich drin mache. Möglichst gerade in die Mitte rein, soweit wie geht. Und dann mit dem Finger schon mal, zack, dass es ein bisschen weiter wird. Und ich erwarte hier keinerlei schmutzigen Kommentare. Echt nicht. Wobei, ich erwarte nicht, aber die kommen. So, von der Seite, siehst du, da haben wir das Loch drin. Und von der anderen Seite machen wir das genau so mittig. Wenn man ein bisschen Glück hat, trifft man auch die andere Seite. Ah, ich glaube ja. Rechts und links und wenn sie die Finger in der Mitte berühren, dann tun sie. So, jetzt zack. Dann hast du entweder eine Affenfalle oder du hast die Schaft. Und dann drücken wir hier die Mettwurst drin. Wenn sie irgendwie abbricht, dann ist nicht schlimm, dann schneiden wir sie ab. Drücken sie mit dem Daumen weiter und fangen einfach von der anderen Seite an. Und schieben den Rest von der anderen Seite durch. Zack, so wie jetzt. Und haben ein, zwei Fix. Die Mettwurst in diesem Filet versenkt. Wenn die jetzt dabei so ein bisschen aufplatzt, ist das kein Fehler, sondern Feature. Weil dadurch ist es so, dass die den Saft schön noch von innen in das Filet abgibt. Diese geräucherte, diese pöklige. Und dann schmeckt es von innen doppelt gut. Dass es von innen doppelt gut schmeckt, ist eh eine Sache. Aber die müssen natürlich auch Ausmesser machen. Und da kennt ihr das schon ins Spiel. Kommt ein bisschen Barbecue-Rob außen dran. Was drunter fällt, ditschen wir auf. Hier unten noch ein bisschen. Ungefähr so. Das reicht vollkommen aus. Die Spezialisten, die meinen noch hier diese Sehne runter zu machen, die ist beim Filet, kannst du nicht drauf lassen. Die schneiden uns nachher als Medaillons runter. Da ist es vollkommen okay. Wer das machen möchte, kann es tun. Ich persönlich halte an der Stelle hier für fatale Liebesmühe. Was wir jetzt hier machen, ist, wir legen uns ein bisschen Bacon aus. Und zwar immer so leicht versetzt. Also wir fangen hier drüben an. Und dann machen wir die mit so einem ganz einfachen Fischgrätmuster, ist, wie sagt man, wie bei Dachstellen, war so mit immer so einem leichten, mit so einem leichten Versatz drin. Oh, kann man das so sagen? Ja. Ja. Legen wir uns das so breit aus, wie das und wie unser Filet ist. Und wenn man so liegt, hat man immer so eine kleine Überlappung drin. Und dann bröselt nicht alles mit immer auf. Da hat man immer einzelne Stellen, die sich lösen können, aber grundsätzlich bleibt das einer am anderen. Ich muss sagen, mir gefällt dieser Schinkenspeck ja schon sehr, sehr gut. So, was ich hier unten jetzt mache, ist, dass ich hier noch rechts eine Scheibe lege. So auf Kante. Und links eine Scheibe. Und eine habe ich über. Das passiert manchmal im Leben. Jetzt ist es so, dass ich jetzt praktisch hier die hier hochschlage. Ich sehe, genau so. Dann haben wir nämlich die Außeninnen schon mal geschützt. Und dann ziehe ich hinten mit dem Messer so ein bisschen den Speck vom Brett hoch. Kann man das sehen, dass der hier so dran ist? Und dann ziehen wir das mit so ein bisschen Spannung nach vorne, rollt man die Sache ein.
Wenn hier das an der Seite so ist, ist das in Ordnung. Wenn hier so eine Scheibe liegen bleibt, ist das überhaupt kein Problem. Dann wird die einfach nicht gebraucht. Zack. Und jetzt haben wir unser Filet wunderschön eingepackt. Und dreimal könnt ihr raten, was damit passiert. Richtig, das geht auf den Grill. Einfach mit Grillen mache ich jetzt einfach mal den oberen Rost hier so ein bisschen mit Öl einpinseln, dass der Speck da nicht dran festbrennt, weil das fässt man sehr, sehr gern und dann hat man hier beim Runternehmen einen riesen Massaker und das wollen wir nicht. Und hier legen wir jetzt direkt hier vorne auf die Kante, weil wir nachher, wenn wir die noch ein bisschen glasieren und den Käse auch machen wollen, nicht so weit nach hinten, sonst haben wir da oben Probleme mit. Deshalb den muss ich jetzt nach vorne packen, hier auf die Kante. Dort drunter haben wir so eine Abtropfschale, da ist auf dem Bräuchchen die Bräuchchenschale sinnigerweise aufgepackt und schließen jetzt den Deckel. Grilltemperatur hat jetzt so um die 180 Grad. Und dann lassen wir den so ungefähr 30 Minuten jetzt erstmal richtig anziehen. Guck mal, nach einer halben Stunde sieht der Bursche so aus. Fängt an zu tropfen und das ist genauso, wie ich das haben wollte. Und jetzt drehe ich den Grill mal hoch, also drehe ich voll auf Anschlag. Und lasse ihn jetzt 5 bis 7 Minuten nochmal unter voller Hitze, dass jetzt der Speck hier außen knusprig wird. Weil drin haben wir schon eine Kerntemperatur von 55 Grad. Das reicht noch nicht aus, aber dadurch, dass wir die jetzt finishen, reicht es dann bis zum Ende, dass wir dann so mit bei knappen 70 Grad irgendwo liegen. Herrlich, an Form und Farbe Wind. So sieht's aus. Brutzelt, duftet. Und da bewährt sich unten drin so eine Schale drunter zu haben, weil so hast du natürlich nur so eine Schale sauber zu machen und nicht den kompletten Grill. Und jetzt lackieren wir das immer ganz leicht mit meiner Barbecue-Soße. Oh, herrlich. So ist immer oben so ganz leicht rüber. Und darauf kommt sofort unser Käse und auch da siehst du, macht Sinn unten drunter so ein Blech drunter zu haben. So musst du den nachher nicht den Käse aus dem Grill raussuchen, sondern nur von da oben. Oh, ein bisschen gleichmäßig. Oh, heiß ist auf dem Grill, auch wenn es indirekt ist. Also der Bräuli hat schon Schub. Und jetzt schließen wir nochmal für 5 Minuten den Deckel. Dann müssen wir den Käse retten, dass der da oben bleibt. Vielleicht hört im Hintergrund schon so ein bisschen so die Baumaschine, die ich daran habe, ein bisschen Bauarbeiten hier. Und die Bauarbeiter werden auch verputzen, aber bevor die das bekommen, werde ich das kosten. Und wie immer ist niemand in der Nähe zum Kosten, also mache ich das und wir fangen an mit einem klassischen Mittelschnitt hier. Zack, ziehen wir auseinander. Geil, oder? Schönes Filet, mit Wurst, saftig ist es und ich stelle mal so eine Tranche hier runter. Und hätte es vielleicht ein zweites große Messer getan und das ist sehr heiß. Mhm. Am Daumen. Ja, richtig. Eine Freude mir eine Gabel. So, schneiden wir mal hier so ein Mittelstück raus mit zwar Käse, Bacon und alles dabei haben. Und natürlich unsere Wurst, die man wieder tropft hier. Wie ein Kieslaster. Geil, oder? Und ihr habt schon gesehen, nichts schon gar nicht irgendwie Hokus Pokus, sondern ein bisschen hier vor uns geil hier außen und ja, pusten ein bisschen. Ganz wichtig. Die Kerntemperatur übrigens habe ich gemessen mal bei 67 Grad, also perfekt. Und auf euch, die Rillenjole Birne. Geil. Cool ist, die rauchige Wurst hier, die bringt richtig Bums drin und der Speck außenrum. Mit dem Wirt, Käse war noch niemals ein Fehler. Also so eine richtig geile Grillsauerei, oder? Also alles, was man gerne mag, zusammentun. Und ich stehe auf so ein Essen. Nehme ich ganz ehrlich zu. Kraftig wie Sau. Und eine coole, erst passt bei ist so die saftige Schweinefleisch. Und danach machen wir nochmal diesen Mettwurstpuff. Sensationell. Kommt ja der Rasenmäher schon wieder an. Siehst du da? Der kommt, der Bursche. Der hat. Der fühlt sich mal so ein bisschen angezogen von mir. Also entweder der oder die Katzen irgendwie in den Grill im Ofen senke. Außerdem, meine liebe Frau, die unterstützt mich. Wenn ihr mich unterstützen wollt, macht ihr doch mit dem Daumen nach oben, dem Inno oder einem wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grill, feines Grill Barbecue. Macht die gut, ich bin raus. Und notfalls einfach in die Becken.